Tja, da dreht sich das Hinterteil um die eigene Achse. Das Karussell da hinten. Eben war noch alles in Ordnung bei dem Bus. Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Omsi 2. Ja, heute mal wieder mit einem weiteren Userwunsch. Und zwar ein Wunsch vom Speed Portable. Der mal hat. Ja, der hat sich einfach mal gewünscht den SP36. Die Linie ist SP36 und das Ganze mit dem MAN-SD92. Ja, und dann machen wir das doch auch. Mal so eben, ne? So, mal hier Hilfspfeile einstellen, Hilfsfahrplan und so ist alles eingestellt. So, dann wollen wir mal loslegen. Reales Wetter ist EDDL. Ne, passend für Gladbeck. Anmachen. So, dann wollen wir mal zur Haltestelle fahren. Dass wir das hier hinbekommen. Na, geht doch. Huch, was ist denn da drüben los? Da wandert das Hinterteil in meinem der. Na nun, was ist denn da los mit dem Bus? Mal einen kleinen Augenblick. Okay. Tja, da dreht sich das Hinterteil um die eigene Achse. Fährt Karussell da hinten. Eben war noch alles in Ordnung bei dem Bus. Und dann dürften auch unsere Fahrgäste einsteigen. Schönen guten Tag. Morgen. Morgen. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Wieder mal die Ecke, wie immer. Oh, ist gerade grün. Ja, dann wollen wir mal. Auf nach Bottrop-Kirchhellen.
Ja, und wie ihr mitbekommen habt, habe ich ja mit Megaso Gaming zusammen ein Video rausgebracht. Und zwar, wir sind ja mit Beta-Tester der neuen Version Gladbeck. Oder besser gesagt, der neuen Gladbeck-Map-Version. Und dann sind wir ja die Linie 212 gefahren. Ja, und ich muss sagen, ich bin jetzt schon begeistert von der neuen Version. Ja, muss ich dazu sagen, wie gesagt, bei dem Beta-Test, der läuft ja immer noch. Kommen noch die Linie 211 mit dazu. Das Ganze bleibt dann noch eine Überraschung. Wer denn alle dabei sein wird. Ja, nächster Halt ist Musiktheater. Uiuiui, das poltert aber ja schön in dem alten Bus hier. Ja, in den nächsten Tagen wird dann noch ein anderes Video rauskommen, und zwar Euro Truck Simulator 2, also das ganze Multiplayer. Ja, und auch das dann wieder zusammen mit Megaso Gaming. Ja, und bevor ich es vergesse, oh, was ist der laut, der Bus. Ja, wie gesagt, bevor ich es vergesse, leckt mal wieder pur Rathaus, typisch. Das legt sich gleich wieder. Ja, wie gesagt, bevor ich es vergesse, nee, wir müssen hier noch nicht rum, wollte ich mich noch mal bedanken bei allen Abonnenten, allen neuen Abonnenten, die dazugekommen sind. Meine, mittlerweile habe ich jetzt 67 Abonnenten. Ja, und dafür muss ich noch echt mal danke sagen. Ihr seid einfach nur großartig. Jo, und dann steht ja auch schon wieder der nächste Userwunsch an, und zwar mit dem Mercedes-Benz Vario auf der Taxibuslinie hier auf Gladbeck.
Das kommt auch noch die Tage. Ja, wie ihr seht, ich habe noch viel zu tun. Es steht noch einiges an Videos an. Einmal noch Beta-Test der Linie 211. Guten Tag. Guten Tag. Morgen. 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 Hallo. Hallo. Guten Tag. Nächste Haltestelle, Gewerkenstraße. Jawohl, die Gewerkenstraße, jawohl. Taxi fährt erstmal bei Rot. Macht man so ein Gladbeck. Ja, und das Video werde ich dann wieder zwei Teile rausbringen. Weil die Strecke einfach extrem lang ist vom SB36. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Guten Tag. Nächste Haltestelle, Lockhofstraße. Jawohl. Oh, oh, schnell, schnell, schnell. War noch grün, jawohl. War noch gelb, grün, egal. Na, junge Frau, kommen Sie mal rein hier. Morgen. Ja, das macht doch mal Spaß, hier mit einem Berliner Bus zu fahren. Mit einem Doppeldecker, den MAN ST92. Ja, ich hoffe mal, dass die fällt hier bis jetzt. Speed Portable, oder Mahat. Mahatma Gandhi. Ja, dann gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwo und zwar ein Kennzeichen entdecken. Weil es durften ja Wunschkennzeichen abgegeben werden. Nächste Haltestelle,
Grimmstraße. Ob damit die Gebrüder Grimm gemeint sind? Mit der Grimmstraße? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es macht unheimlich viel Spaß, hier mit einem Doppeldecker lang zu fahren. Es hat ja schon Spaß gemacht, mit dem anderen Doppeldecker zu fahren, mit dem Emerald Line City DD. Noch haben wir hier alle lauter Gladbecker Kennzeichen. Ja, bis jetzt sind wir noch gut im Zeitplan. Gucken, wie lange noch? Es möchte keiner einsteigen und es möchte auch keiner aussteigen. Dann wollen wir mal nur einen kurzen Halt machen. So, und weiter geht's. Nächste Haltestelle, Kreifeldstraße. Ui, 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 ui. Ja, das musste jetzt gerade sein. Ja, mach einen Kopf zu da hinten, Manfred. Mach einfach deinen Kopf zu und das ist gut. Ja. Kann passieren, wenn man mal auf die Eisen gehen, dass man auf die Eisen gehen muss. Dann müssen die lieben Fahrgäste sich doch einfach mal festhalten, nicht wahr? Dann brauchen sie nicht meckern. Na, du fahr rüber. Husch mit dir. Weg hier aus dem Weg, Mensch. Husch. Mensch, das Kinder. Jetzt kannst du auch nicht sein, du. Ja, wie gesagt, nächste Haltestelle ist Kranefeldstraße. Auch nicht unsere Haltestelle, nein. Das ist halt das Schöne, wenn man einen SB fährt, einen Schnellbus fährt, eine Schnellbuslinie. Oh, Manfred im Doppelpack.
Ja, die links, die zwei Herrschaften haben sich auch prima lieb. Wir sollten nicht mehr allzu schnell machen, weil noch sind wir viel zu früh. Na, ihr wisst ja, ne? Gladbecks Ampeln und so, ne? Ich mag sie nicht, die Ampeln mögen mich nicht. Also, ausgerechnet Gerechtigkeit, würde ich sagen, ne? Aber irgendwie finde ich hier keine andere Kennzeichen. Wir kommen hier immer nur Gladbecker entgegen. Ich dachte, ich sehe immer noch ein anderes Wunschkennzeichen, aber... Na, der Mercedes und der Golf, die haben sich lieb. Ja, genau, Ampel, genau. Ist nur meine Zeit, die hier gerade davon rennt. Blöder Ampel, ey. Naja, habe ich wenigstens Zeit, mir mal schnell eine Kippe zu stopfen. Hui. Guck, ob wir das Fenster hier irgendwie aufkriegen. Ja, ne? Sollte gehen. So ein Stückchen. Ja, reicht. Fahrgäste sehen es eh nicht. Dass der Fahrer jetzt gleich eine rauchen wird. Ach nee. Na, ja, aber wie gesagt, das macht schon Spaß, mit einem Doppeldecker hier durch Gladbeck zu düsen. Bin ich ganz ehrlich. Handy ausgegangen ist, weiß das Handy wahrscheinlich auch nicht so genau. Aber naja, jetzt wird das Handy schon wissen, warum es ausgegangen ist. Egal. Ich hoffe, man wird jetzt hier gleich grün. Damit wir hier endlich mal zur Kranestraße kommen. Genau. Kranefeldstraße. Na du? Keine Fahrgäste diesmal? Okay. Nächste Haltestelle. Nordsternpark. Jawohl. Nordsternpark. Ach,
mir hier wieder was dazwischen gefunkt. Guten Tag. Nächste Haltestelle, Markenstraße. Jawohl, die Markenstraße. Noch sind wir gut in der Zeit. Morgen! Nächste Haltestelle, Schloss Horst. Echt? Den Baustein übersehen? Morgen. Guten Morgen. Morgen. Guten Tag. Morgen. Hallo. Hallo. Morgen. Hallo. Morgen. Guten Tag. Immer einfach nach hinten durchgehen. Hallo. Platz ist genug. Wir haben sogar noch eine Etage. Ich weiß, liebe Gladbecker, das ist für euch ungewohnt, einen Doppeldecker zu sehen. Aber wie gesagt, sie können sich ruhig nach oben wagen. Es kann nichts passieren. Alles sicher. Jawohl. Alles in Ordnung, alles sicher.